Howdy Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und ihr seht es zu einem neuen Video zu Red Dead Redemption 2. Ich werde gerade von ein paar Kopfgeldjägern verfolgt, ihr seht sie ja hier auf der Karte. Und was man da so alles findet, das zeige ich euch in diesem Video, denn ich habe sowohl ein Flugschiff gefunden, wie auch eine ultra coole Maske. Also seid gespannt, bleibt dran, nach dem Intro geht es los, da kommen die bösen Leute. Alles klar. Yeah! Beginnen wir aber ganz am Anfang. Ich bin gerade auf der Flucht hier vor diesen Kopfgeldjägern. Das hatte ich ja am Anfang des Videos schon gesagt. Und ihr seht es hier, man kann relativ häufig in diesem Spiel einfach nur davonreiten und dann verschwinden die von der Karte. Ich dachte mir so, gut, steige ich hier mal ganz gekonnt von meinem Pony ab und wollte eigentlich auch mein Fell behalten, dass ihr jetzt hier seht, dass es da im Hintergrund da liegen bleibt und dann stolperte ich hier über dieses Gebilde. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, auf der linken Seite der Karte, ich werde das jetzt nochmal zeigen, da ist ein Flugschiff abgestürzt und ja, da machte einer hier den Icarus und derjenige sitzt da auch noch drin. Wir können das ganze Ding untersuchen und wie immer packt Arthur dann sein Tagebuch hier aus und zeichnet das Flugschiff hier einmal rein und dazu gibt es auch noch einen kleinen Text. Hab das Wrack einer Flugmaschine im Wald gefunden und irgend so ein Möchtegern Icarus tot, genau wie sein Traum. Ja, und so sieht das Ding dann aus. Ein bisschen blöd, abgestürzt und halt eben nicht überlebt. Ja, Lufttechnik zu der Zeit war halt noch nicht so. Das Risiko musste derjenige eingehen. So, jetzt haben wir natürlich immer das Problem der Kopfgeldjäger. Das hatten wir am Anfang des Spiels ja schon, des Anfang des Videos natürlich ja schon gesehen. Und außerdem möchte ich mein Fell hier mitnehmen, das da noch rumliegt. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr dieses Luftschiff findet und vor allen Dingen auch diesen Tagebucheintrag, manch einer möchte das ja alles haben, dem habe ich das natürlich hier auch auf der Karte zum Zeigen bereitgelegt. Und ich zeige das mal jetzt hier, während ich mich hier jetzt in Position begebe. Dort ist das jetzt auch eingezeichnet auf der Karte, weil ich das habe. Dort ist dieses Flugschiff, ne? Da bin ich jetzt gerade, da kommen die Kopfgeldjäger. Und damit ihr das seht, das ist hier westlich von Wallace Station. Da könnt ihr eigentlich den Weg am Fluss fast durchgehend gerade rüber reiten. Und dann ist da unten auch diese Weggabelung. Solltet ihr also finden. So, und damit sind wir jetzt eigentlich wieder an der gleichen Stelle, wie dieses Video begonnen hat. Ich werde mich jetzt hier hinter dem Baum verschanzen und muss jetzt die Kopfgeldjäger mir vom Halse halten. Aber ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, es geht hier nicht nur in diesem Video um diese Flugmaschine, die ich relativ cool fand, dass man das so finden konnte. Viel wurde ja eingebaut in Red Dead Redemption 2, sondern noch um eine zweite Sache. Und das ganze Ding finde ich noch viel, viel cooler. Nämlich die Heidenmaske. Und die zeige ich euch auch. Und das ist nicht unweit von diesem Fleck hier entfernt. Da kommen sie wieder, die Bösen. Und wir cutten einfach mal. Ich bin hier unterwegs gewesen, um ein bisschen zu jagen. Ihr seht es hinten, die Felle habe ich auf meinem Pferd. Und Ziel war es eigentlich, die Trophäe Bärenangriffe hier, 18 Stück, zu machen. Und hier in der Gegend, da gibt es ja, so einige Bären. Und da findet man ab und an so lustige Sachen. Und ich zeige euch das hier gleich mal, was ich da so Tolles im Wald in der Nähe von Strawberry. Das kann ich schon mal so weit verraten. Ich zeige es dann natürlich nochmal auf der Karte, was ich da so Schönes entdeckt habe. Es ist ähnlich wie beim Wikingergrab. Mittendrin findet man hier etwas und kann es dann untersuchen. Hier steht zum Beispiel eine Leiche, kann man hier untersuchen und man sieht das auch, das sieht schon ein bisschen, ja, geschmacklos aus. Und Arthur nimmt es natürlich wieder in sein Tagebuch und malt das Ganze ein, wie auch bei dem Wikingergrab. Wer das Video nicht kennt, guckt mal in der Playlist, da ist das drin. Und ich habe mir das immer angeguckt, hier ein Heidenritual wurde da durchgeführt, schön aufgeflockt und ja, weiß nicht warum, ich bin dann halt einfach mal ein bisschen näher rangegangen. Und ihr seht schon, was da steht, austauschen. Also habe ich das einfach mal gemacht. Und ja, dann sieht man hier noch den
schönen Kopf hier und ja, sein Auge hängt ein bisschen schief. Wer passiert, ist halt alles so. Und was macht der Arthur? Ganz schmerzfrei nimmt er diese Maske vom Kopf des Toten und setzt sie sich einfach mal selber auf. Und ja, jetzt kann man mit dieser Maske rumlaufen und das ist doch mal geil, oder? Übelst cooles Teil. Und das Lustige ist, dieses Ding zählt nicht als Hut, wie jetzt zum Beispiel der Wikingerhelm, sondern das Ding zählt als Maske wie das Halstuch. Wo das Ganze zu finden ist, das seht ihr hier auf der Karte. Hier ist dieses Heimritual, ihr seht, wo ich stehe. Und dort rechts ist Strawberry, da oben ist, was ich vorhin meinte, dieses Indianergrab. Hier ist Strawberry, also es ist gar nicht mal so weit, ne? Ihr müsst eigentlich nur den Weg lang reiten. Und da oben, von da kamen wir am Anfang, dort war das mit der Flugmaschine. Ja, wie gesagt, coole Sache. Ich mag das, dass es alles so verstreut ist in diesem Spiel. Und ja, wie fandet ihr das? Wie findet ihr das? Seid ihr überhaupt noch am Red Dead Redemption 2 zocken? Heutzutage ist das Ganze ja immer relativ kurzlebig. Der Hype kocht hoch, es wird gespielt. Und dann wird das Ding gesuchtet und dann ist es nach einem Monat auch schon wieder gar nicht mehr modern. Red Dead Online ist rausgekommen, da gab es viel, viel Diskussionsstoff. Und jetzt ist da auch Ruhe, die ersten Mikrotransaktionen sind da jetzt auch mit eingebaut worden. Viel gemeckert wird da auch nicht mehr, ja, ist wie bei GTA 5, wer sein Geld ausgeben will, der kann das gar nicht tun. Ich muss sagen, ja, Online-Modus, ja, ist okay, jetzt nichts Besonderes. Aber kann man mal so machen. Trotzdem bin ich immer noch am Spielen. Ich bin auch mit der Story immer noch nicht durch. Das gleiche betrifft das auch bei mir mit Dragon Quest 11, weil einfach die Zeit fehlt. Jetzt ist auch Smash draußen. Und ich bin ja auch immer noch am Spielen von Xenoblade Chronicles 2 und dem New Game Plus Stream. Also es gibt viel, viel zu tun. Deswegen, ich spiele immer alles durcheinander und freue mich dann, wenn man mal Lust auf eins hat, dass man das denn so spielen kann und alles andere mal kurz beiseite legt und das dann zu spielen, wenn man dann darauf wieder Lust hat. Also, wie ist das bei euch? Spielt ihr das noch? Haut mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Wollt ihr noch weitere Videos sehen? Auch im neuen Jahr, denn in der nächsten Woche, da wird es kein weiteres Red Dead Redemption 2 Video geben. Da gibt es vielleicht noch ein Video zu Super Mario Odyssey. Mal gucken, ob da wieder ein Hinweisbild rauskommt. Und zu Smash, da werden ein paar Streams noch laufen und dann am Sonntag kommt das letzte Video für dieses Jahr. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Links der Abonnieren-Knopf, ihr kennt das ja, rechte Seite geht es zu Rainer Raffnicks Band. In der Mitte seht ihr ein anderes Video. Herr Arbeit verabschiedet sich und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.